Sehr gut. Es scheint alles zu klappen. Na, da hatten wir Glück jetzt, ehrlich gesagt. Das war jetzt auch so ein bisschen, ne, so hoffen wir mal, dass alles einigermaßen klappt. Und es hat alles einigermaßen geklappt. Aber warum ist das? Das ist immer so laut hier. Kann das bitte aufhören damit? Capcom, was ist das? Dauernd schreit einem dieses Capcom-Logo ins Ohr. Hab mal eine Frage. Können wir mal Resident Evil online zusammen zocken? Machst du? Weiß ich nicht. Ich kenne dich nicht. Hey, Screamfire Germany. Hi. Hi, Andy. Resident Evil 2 geht immer. Ja, ich habe mir gedacht, es ist mal wieder höchste Zeit, dass ich vor allem auch die Klassiker nachhole. Oder was heißt nachhole, aber es fühlt sich schon fast so an, weil die Original 1, 2, 3 habe ich tatsächlich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Ach ja, da kommen alte Erinnerungen auf. Ja, das auf jeden Fall. Flockrone ist jetzt ein Birdrider. Vielen, vielen, vielen Dank. Blitzokrone. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, aber ich glaube so ähnlich. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ach ja, übrigens, ich habe ein neues Abo-Ziel eingestellt. Wir haben ja die beiden Bonusziele schon erreicht für den Resident Evil 2 Run und das war auch ziemlich cool. Aber wir haben jetzt für morgen überhaupt keinen Bonus-Stream. Deswegen habe ich mir gedacht und schon ist es erreicht. Das ging schnell. Um Gottes Willen. Just Smithy, vielen, vielen Dank für die Subgifts. Eleutherius 82 ist jetzt ein Birdrider. Yay, wie viele waren denn das? Das war eine ordentliche Subbombe jetzt, oder? 10? Meine Güte, vielen, vielen Dank. Nefal 86 ist jetzt ein Birdrider. Crazy. Itzia Boy Raijin ist jetzt ein Birdrider. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe die schon ein bisschen kürzer gemacht, ne? Die Meldung, damit es nicht mehr ganz so lang dauert. Makrokev ist jetzt ein Birdrider. Aber die müssen wir uns natürlich geben. Zur Feier dieses Anlasses. Meise 995 ist jetzt ein Birdrider. Oh, und Sventrulus, vielen, vielen Dank auch an dich natürlich für deine 3 Monate im Voraus. Super nett, dankeschön. Luca 898 ist jetzt ein Birdrider. Ah, okay, gut. Gut. Ich wollte nur ein bisschen Musik im Hintergrund. Sventrulzen. 226 ist jetzt ein Birdrider. Ich spreche eure Namen immer so falsch aus. Tut mir leid. Die Roboterstimme macht es bestimmt besser. Fordund 90 ist jetzt ein Birdrider. So, einen haben wir noch, oder? Sarkastomat ist jetzt ein Birdrider. Oh, und noch ein. Einer geht noch. Los geht's. Ist jetzt ein Birdrider. Vielen, vielen Dank, Just Smithy, für die Subbombe. Und vielen Dank, Sven Trulsen, auch an dich für den Sub. Super cool. Das ist heute gleich mal ein cooler Einstieg. Freut mich total. Ja, gerade wollte ich es erklären, dass ich jetzt nochmal ein neues Sub-Goal eingestellt habe, weil ich mir gedacht habe, ach komm, wenn wir über 100 Subs kommen, das müssen wir schon irgendwie feiern. Und dann machen wir morgen doch irgendwie einen Stream. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ach, aber wisst ihr was, wenn morgen doch kein Stream ist, habe ich auch nichts dagegen. Habe ich wieder mehr Zeit für Videos oder so. Aber hey, so ist es jetzt. Die 100 Subs sind jetzt schon überschritten. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt mega nice von euch. Das heißt, dass wir morgen einen Bonus-Stream machen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich mir noch nicht sicher bin, was der Bonus sein wird. Ich habe eine lange Liste mit möglichen Bonusspielen und Bonusstreams, die man auch passend zu Resident Evil machen könnte. Und irgendwas davon, das am besten auch irgendwas mit Resident Evil 2 noch zu tun hat, werden wir machen. Aber ich kann es jetzt noch gar nicht verkünden, was, soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Aber gut. Dankeschön. So.
Hi Steffi. Wie lange machst du schon YouTube? Oh, warte mal. Ich glaube, der Kanal ist jetzt tatsächlich schon relativ alt. Also das war lange Zeit so mein privater Kanal. Ich habe da keine Videos hochgeladen, aber ich glaube tatsächlich vor 7 Jahren habe ich so meine ersten Let's Plays hochgeladen, die dann erstmal ein Dreivierteljahr lang halt ungefähr 3 Klicks oder so hatten. Ne? Und dann habe ich so ein Fallout, eine Glitch-Expedition gemacht zu Fallout. Und das war das erste Video, das dann so ein paar 100 Klicks geschafft hat am Anfang. Und da ging es dann so ein bisschen los. Ich würde sagen 5 Jahre so wirklich jetzt, würde ich sagen. So, Leute. Cool. Hey, ich freue mich wirklich. Das ist wirklich immer cool. Gerade wenn ein Stream schon so losgeht, ne, dann, das ist einfach nice. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, weil ich kenne mich natürlich überhaupt nicht mehr aus. Und ich glaube, wir müssen einfach mal in einen anderen Bezirk hier noch gehen. Der Xbox. Ich mag den Xbox-Controller wirklich gern. Ich finde den echt einen guten Controller. Aber alles an dem ist so laut. Der ist so laut. Der ist einfach der lauteste Controller ever. Und ich habe keinen Soundgate. Verdammt. Ui, wir haben einen Level 3 Hype Train. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwie eine böse Eule bekommen oder sowas. Keine Ahnung. Ich mache die mal hier in den Chat. Hype Rage. Sieht man jetzt nur auf Twitch, nicht auf YouTube. Ach übrigens, ich habe Kommandos, wenn wir schon dabei sind. Oh, das müssen wir jetzt noch ganz kurz, muss ich euch das noch sagen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Ich speedrunne gerade. Oh, sehr cool. Ich bin... Susi Zockt ist jetzt ein Bird Rider. Susi Zockt, vielen, vielen Dank auch an dich für den Sub. Ihr seid ja heute super spendabel. Dankeschön. Ich finde Speedrun super interessant und super cool, aber ich könnte selber nicht. Ich habe da nicht die Geduld dafür. Selbst wenn ich Spiele liebe, kann ich die nicht so lange und so oft hintereinander und am Stück spielen. Aber ja, ich komme drauf zurück, wenn ich Hilfe brauche. Dankeschön. Jetzt bringt mich alle ganz aus dem Konzept. Was wollte ich denn eigentlich erzählen? Ach so, genau. Ich habe Commands jetzt endlich in den Chat eingebaut. Theoretisch müssten die auch auf YouTube funktionieren, aber ich habe es vorher mal getestet. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Ach Quatsch. Wartet mal. Oh, würde sagen. So. Nee, da kommt irgendwie nichts, ne? Aber im Twitch-Chat sollte es schon funktionieren. Warte mal. Nee, da kommt auch nichts. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ah doch, warte mal. Es hat auf Twitch funktioniert mit ein bisschen Verzögerung. Ich habe ein paar Commands drin, noch nicht viele. Aber ihr könnt mit Ausrufezeichen LSBR, könnt ihr so die Links zu meinen verschiedenen Kanälen finden. Mit Ausrufezeichen Holy findet ihr einen Werbepartner-Link für Holy, das ich euch sehr empfehlen kann. Und mit Ausrufezeichen, was habe ich denn noch? Ja. Warte mal, was war das andere? Ich muss mal irgendwie eine Liste machen, damit ihr das alles auf einmal seht. Wir machen eins nach dem anderen. Jeden Stream haben wir wieder uns ein bisschen in Richtung Professionalisierung vorgearbeitet. Aber Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Jetzt haben wir mal Commands, die funktionieren und das ist schon mal gut. Der Dämonenrusher, hey, vielen Dank, dass du YouTube-Mitglied geworden bist. Willkommen bei Hohepriester der Tentakel. Die Meldung funktioniert sehr gut. Sehr gute Meldung. Dankeschön. Oje, oje. Sehr schön. Endlich geschafft, beim Livestream, beim besten Streamer der Galaxie dabei zu sein. Vielen Dank, Markus. Das ehrt mich sehr. Pilzokrone. Dankeschön für die Subs. Ach, Leute. Womit habe ich das verdient? Sehr nice. Dabei laufe ich gefühlt eigentlich hier in meinen Streams die... Oh. Cutscene, ich bin still. Und das Spiel ist abgestürzt. Nee, das kennen wir schon. Fast schon. Where's Sherry? But I asked her and she's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me.
Sherry! No! Annette! The sample's inside the pendant Sherry's wearing. Ach so, okay. Markus, auch an dich vielen, vielen Dank fürs YouTube-Mitglied werden. Super coolio von euch. Super nett. Was wollte ich sagen? Genau. Und dabei habe ich das Gefühl, ich laufe in meinen Streams eigentlich die meiste Zeit planlos durch die Gegend, habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen muss, kann mich an nichts mehr erinnern und bin einfach nur verwirrt. Ich glaube, das ist mein Markenzeichen. Wenn ich mal irgendwie, ne, ich glaube, ich drucke auf meine Visitenkarten einfach permanent verwirrt. Das ist so, ne? Landsquid Bird Rider, permanent verwirrt. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht draufschreiben. Das ist meine Qualifikation. Oh, die Steuerung ist wieder ganz anders wie bei 1.5, was wir vorher gerade noch gespielt hatten, ne? Ai, 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 ai. Andere Tastenbelegung einfach. Hallo, Kapi90. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz was hier verschieben. Ich kann sonst eure Twitch-Nachrichten nicht ganz sehen. Pushen wir uns hier schon alles ein bisschen zusammen. Laborbester Abschnitt. Ey, ich bin aber echt erstaunt, wie kurz der Laborabschnitt tatsächlich im Original war. Ich habe den viel länger und schwieriger und umfangreicher in Erinnerung. Aber mein Gott, ich war halt ungefähr 11 oder so, ne? Insofern wundert mich das jetzt auch nicht. Spiel mal die beiden Survival-Spiele, The Forest und Sons of Forest. Habe ich sogar gespielt, privat aber nur. Ich weiß, dass du planlos durch die Gegend läufst, aber dafür hast du ja mich zumindest in den alten Resitalen. Ja, wir haben hier ja viele Experten und Expertinnen, da mache ich mir eh keine Sorgen. Die Umgewöhnung auf Zero-Steuerung ist schlimm. Ja, hey, ich werde, wenn wir Zero spielen, dauernd Charaktere wechseln, ohne es zu wollen. Garantiert, ständig. Kann man überhaupt nichts machen. Aha! Bam. Was zur Hölle? Muss das sein? Oh nein, ich bin zu blöd. Nein, hör bitte auf. Caution. Ich meine, ich habe wahrlich genug Heilung, ne? Warum habe ich eigentlich nicht ein paar Heilsprays noch in die Kiste gelegt? Was mache ich hier eigentlich? Das Labor ist zumindest super kurz, wenn man weiß, wo man hin muss. Also vor allem dann, ne? Ich irre ja auch ein bisschen durch die Gegend und stehe vor verschlossenen Türen und so. Aber wenn man wirklich weiß, was man macht, ist man ja wirklich in 0, nix im Grunde durch. Ah. War gerade voll die Verschwendung, aber ich musste ganz kurz schnell jemanden erschießen. Ich mag die Armbrust, ja. Ich finde die einfach schon lustig. Dass einfach die Pfeile stecken bleiben, das war halt damals auch einfach schön. Einfach cool. Spielst du eigentlich auch mal die Spin-Offs? Ja, machen wir alles. Wir machen die komplette Reihe. Also wirklich, ich brauche hier ein Feuerzeug. Ich habe gar nichts habe ich dabei. Ich mein Inventar ist voll und ich habe nichts mitgebracht, was wir brauchen können. Wir spielen auch die weirden Spin-Offs, auch die Spiele, die nicht Kanon sind, alles, was Capcom offiziell veröffentlicht hat, abgesehen von irgendwelchen weirden Handyspielchen, die irgendwie fürs Nokia 3210 mal erschienen sind oder so, ne? Die lassen wir raus, weil die schon allein zu emulieren wahrscheinlich schwierig sind. Zwei Sachen muss ich loswerden. Wäre Veronica X. Ach so, kurz Veronica X. Wer Autokorrekt schlägt wieder zu. Wäre Veronica X. Hätte ich bisher am allerwenigsten vor allem gespielt. Von diesem Spiel weiß ich so gut wie nichts mehr. Und ich hoffe, durch den Stream wirst du Resident Evil 3 Original lieben lernen. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, über den dritten Teil, zu dem habe ich am wenigsten Bezug, habe ich nur einmal mit einem Freund gemeinsam durchgespielt und
Es ist wenig hängen geblieben, ehrlich gesagt. Und ich, in meinem Kopf war das wirklich so ein, ja, okay. Warum habe ich gerade das Anti-Bow-Gas aktiviert? War das so eine gute Idee? Sollte ich das wirklich machen? Ich dachte, ich kriege einen Flammenwerfer. Wo kommen die denn jetzt her? Ach so, habe ich die aus dem Spind genommen. Aber die Pflanze ist durch das Anti-Bow-Gas jetzt nicht gestorben. Wir haben doch gerade noch beim letzten Mal eine Nachricht gelesen, dass man das Anti-Bow-Gas tatsächlich nur sehr sparsam einsetzen soll, weil die... Aha, da haben wir das Dokument. Weil sich die Biowaffen dran gewöhnen und dann diesen Kampfstoff in ihre DNA integrieren. Und das ist ja genau das, was tatsächlich mit den Lickern passiert ist, die wir hier eben finden. Die giftigen Licker, die ich immer Pflanzengiftlicker nenne, auch wenn es gar nicht genau stimmt so. Aber, ach, wir können da tatsächlich jetzt durchkriechen, okay. Aber die haben einfach zu oft dieses Bowgas abbekommen, das die eigentlich nur betäuben soll und haben sich deswegen nicht nur dran gewöhnt, sondern das sogar wirklich integriert, wenn man vom Teufel spricht, in ihre DNA. Und jetzt sind sie so, wie sie sind. Nein, ich habe immer noch die Armbrust in der Hand. Ah! Alles gut, keine Angst. Okay, wunderbar. Code Veronica ist eh der wahre dritte Teil. Ja, so historisch betrachtet auf jeden Fall. Das stimmt schon, sollte es zumindest sein. Aber die haben halt nach Resident Evil 2 auch einfach ungefähr 800 Resident Evil Projekte angefangen. Ne? Da ging halt einfach alles drunter und drüber. Da war ja dieser Hank-Spin-Off, der eigentlich auf einem Boot hätte spielen sollen. Dann war da eben Nemesis, dann war da Code Veronica. Und ich glaube, Zero kam erst, der N64-Teil von Zero kam tatsächlich, glaube ich, erst ein bisschen später. Aber die sind ja da Resident Evil-mäßig richtig durchgedreht. Insofern, ja, würde ich da jetzt gar nicht so auf Zahlen gucken und wer jetzt was sein sollte und so weiter. Aber ja. Ursprünglich hätte Code Veronica so der wahre dritte Teil auf der neuen Konsolengeneration werden sollen. Und Nemesis halt nur einer von den vielen Resident Evil 2 Spin-Offs tatsächlich, die da geplant waren. Das stimmt. So, wir haben jetzt die rote Karte. Was machen wir mit der eigentlich? Komme ich damit? Ich weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich gehe mal schnell zurück. Also ich habe das Gas immer nur einmal benutzt und wusste nie, was es wirklich macht. Ich ehrlich gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, aber vielleicht konnte ich jetzt durch den Kanal kriechen, weil ich das Gas benutzt habe. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Was weiß ich? Weiß jemand, was das Gas wirklich macht? Das wäre eine gute Frage. Keine Angst, da kann ich dir helfen. Bei Resident Evil 3 Original habe ich das im letzten halben Jahr mindestens 10 Mal durchgespielt. Okay. Keine Pflanzenzombies? Ha. Oh, wir müssen erst in den Mottenraum, oder? Damit wir Claire als Gast registrieren können. Und dann können wir hier... Genau, dann können wir hier, glaube ich, noch weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da finden. Für mich ist das alte Resident Evil 3 Nostalgie. Erst das PlayStation 1 Spiel, das ich gezockt habe. Ja, genau, mir geht's halt eben mit dem zweiten hier so. Das ist für mich so dieser nostalgische Teil. Das Gas macht die Pflanze schwächer und die Licker stärker. Aha, das macht voll Sinn. Das macht voll Sinn, eben lore-technisch, genau wie, was ich gerade erzählt habe, weil die Licker eben schon immun sind gegen dieses Gas und das schon in ihre DNA eingebaut haben, ne? Interesting. Claire, treffen wir die? Okay, es war ein Unentschieden, würde ich sagen, aber gut. Die Pflanze hat's geschafft, mich zu treffen noch. Finde ich nur fair. Light Switch. Finde ich schön, dass der Lichtschalter auch diese Maschine hier anmacht anscheinend. Ich habe
keine Ahnung, was wir hier machen, aber wir nehmen definitiv ein bisschen Granatenmunition noch mit. Man wird hier mit Granatenmunition überschwemmt, aber dass wir keine Säuregranaten mehr haben, macht mich ein bisschen traurig. Ich hätte echt gern Barrys Geheimrezeptur gegen lebende Objekte noch ein bisschen mehr dabei. Ist hier für Claire weiter gar nichts eventuell? Könnte schon sein, ne? Na gut. Dann schauen wir mal. Genau, da müsst du den Zugang registrieren, aber das ist optional fürs B-Szenario. Ja, ja, genau, wir sind ja im B-Szenario mit Claire hier gerade. Ich muss einfach nur ein bisschen gucken, wo wir noch nicht waren. Dann finden wir den Weg schon. Es gäbe hier noch eine Tür. Ach so, ja genau, das ist die da. Nee, da können wir nicht lang. Dann gehen wir nochmal, dann gehen wir wieder zurück. Genau, wenigstens wurden wir nicht vergiftet. Wobei, wir wurden, glaube ich, noch nie vergiftet. Ohne Witz, oder? Kann das wirklich sein? Ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich behaupte, wir wurden weder in unserem Leon A noch im Claire B-Szenario irgendwie mal vergiftet. Ich glaube wirklich nicht. Wir hatten echt Glück, einfach. Für was brauche ich denn die blöde Schlüsselkarte? Looks like a card key for lab access. Okay, dann schauen wir einfach nochmal in den roten Bereich. Genau, in Leon A habe ich es gemacht. Da habe ich den Fingerabdruck registriert und da drauf gedrückt. Code Veronica X und Resident Evil 3 Nemesis sind für die Zeit, wo sie erschienen sind, schon gute Spiele. Habe ich zumindest in guter Erinnerung. Ja, ich bin wie gesagt echt gespannt auch auf Resident Evil 3 Nemesis. Wie gesagt, am wenigsten wirklich konkrete Erinnerungen. Das habe ich mir eigentlich alles angelesen oder in Let's Plays angeguckt oder Longplay-Szenen geguckt, ne? Selber spielen ist doch was anderes einfach auch. Und Code Veronica mag ich sowieso voll gerne. Also das habe ich zumindest in sehr guter Erinnerung tatsächlich. Ich bin gespannt, ob ich das heute immer noch als so gut wahrnehme wie damals. Das war für mich, als ich das gespielt habe, so ein bisschen die Krönung der klassischen Resident Evil Survival Horror Teile. Der zweite ist natürlich für mich ein ganz besonderes Spiel, super nostalgisch und toll. Und tatsächlich, ey, ohne Witz, im direkten Vergleich, jetzt wo ich den ersten und den zweiten Original eben mal wieder hintereinander gespielt habe, ne, ich habe es schon 100-mal gesagt, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist tatsächlich ein gewaltiger Unterschied. Von der Steuerung her, wie die Gegner reagieren und wie sie reagieren können auch einfach und so weiter. Also das ist wirklich toll. Ich kann kaum mit dem Kasten interagieren. Ah. Was ist denn wirklich los? Ich kann wirklich nicht damit... Hier. Ich kann nicht mit dem Terminal interagieren. Na, dann lassen wir es halt. Kann man, wenn Fans für dich ein Geschenk haben, es dir irgendwie zukommen lassen? Oh, zuschicken, meinst du? Oh, ich hatte früher tatsächlich mal ein Postfach für sowas, aber das habe ich schon lange nicht mehr. Ja, ich möchte natürlich, obviously, einfach meine Adresse nicht rausgeben, ne? Und ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, wie man das am besten macht. Vielleicht über direkt eine Poststelle oder so, aber ich... Keine Ahnung. Ich kann mich gern mal schlau machen. Aber gerade kann ich es dir gar nicht sagen. Blattfallen-JG ist jetzt ein Bird-Rider. Blattfallen-JG. Hey, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Freut mich sehr. Super nett. Hey, und ich habe mir gedacht, na gucken wir mal, ob wir die 100 überhaupt heute voll machen. Gucken wir mal. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Habe ich am Mittwoch mehr Zeit. Und wie viel haben wir jetzt? Ich weiß es nicht. 1000. Jetzt 84 ist jetzt ein Bird Rider. Meine Güte, jetzt geht's aber los hier. Jex, auch an dich. Vielen, vielen Dank. Ike-Gusanagi ist jetzt ein Bird Rider. Und Ike-Gusanagi, auch an dich. Vielen, vielen Dank. Meine Güte. Coolio. Oh, die Motte.
Ist die eigentlich, ist die hier? Ja, da ist sie, ich dachte schon. Die Motte tut mir echt ein bisschen leid. Erstens, weil sie hier so friedlich hängt und eigentlich ganz gechillt wirkt. Und zweitens, weil sie einfach eiskalterweise geschnitten wurde. Das hat sie nicht verdient. Die hätte ins Remake kommen sollen. Guckt sie euch an. Arme Motte. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten. Dich und die Bogaslicker und die Spinnen werde ich nie vergessen. Auch wenn ich mit Granaten auf Maden schieße. So, operate the computer. So, Umbrella Rodem System. Das sind die gleichen Tabs, die schon im Polizeirevier sind. Unten dieses Zombie-Gesicht mit Test. Das ist ein bisschen weird. Warum? Warum haben die das? Naja. Passt auf. Wessete? Fingerprint registrieren, bitte. Einem alten Hund kann man keine Kunststücke mehr beibringen, hat Puzzles geschrieben und der Automod hat geschluckt. Ist Katka? Ist Katka eigentlich heute da? Merlin auch nicht. Oh oh. Ich muss mich selber um die Moderierung im Chat kümmern. Macht im Twitch-Chat zumindest keine Faxen, Leute. Ich bin heute alleine hier. Ich warne euch. Nee, der Automod macht das schon. Aber Hund ist verboten. Laut dem, ich muss den mal vielleicht ein bisschen weicher einstellen. Aber gut. Mathilda. Es ist einfach wirklich voll Mothra, oder? War in dem Raum nicht irgendeine Waffe? Im Mottenraum? Wenn, dann wüsste ich gar nichts davon. Aber wir können gerne mal noch mal schnell zurückschauen. Wir sind ja noch nicht weit weg. Oh, jetzt haben wir eine große Verantwortung. Ich verlasse mich auf euch. Ihr könnt euch benehmen. Sonst muss ich extra das Spiel pausieren und irgendwen bannen. Tut mir das nicht an. Tut uns das allen nicht an. Ihr schafft das schon. Ein bisschen Disziplin. Ein bisschen Selbstdisziplin. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, ja. Aber wisst ihr was, die Motte, die tut mir echt ein bisschen leid, wie die da so rumchillt und keinem was tut. Und die tut ja wirklich nichts. Ich bin mir sicher, die kann irgendwie angreifen, aber hab's noch nie gesehen. Und nee, ich glaube, hier ist nichts sonst. Und aber zumindest hat sie überall Nachkommen. Und ich glaube fest daran, dass die Sprengung von Raccoon City nicht alle Biowaffen kaputt gemacht hat. Ich meine, hinter dem Raum mit dem Fingerabdruckscanner. Ach so, ja, da gehen wir jetzt hin. Und ich bin mir sicher, ein paar von den Maden haben es geschafft, irgendwo im tiefen Erdreich zu überleben. Und irgendwo lebt jetzt eine unterirdische Riesenmottenkolonisation. Kolonisation. Friedlich und freundlich vor sich hin und tut niemandem was Schlimmes zuleide und sind einfach nur cool. Ich glaube ganz fest daran. Brauchen wir den P-Room-Key noch oder habe ich den vergessen? Wahrscheinlich habe ich es vermasselt. Macht ja nichts. Ich glaube, sie konnten einem via Sporen... Ja, genau. Die macht so Wolken, wenn ich mich recht erinnere, und vergiftet einen damit. Aber das ist auch schon alles, was die macht. Die Motte umarmt einen ganz doll, wenn sie angreift. Ach, guck. Die Animation kenne ich, glaube ich, wirklich nicht. Ich finde aber sowas in Videospielen immer total geil. Ich meine, offiziell, glaube ich, gilt die Motte so ein bisschen als Boss in dem Spiel, ne? Aber ist sie halt nicht wirklich, sondern es ist halt einfach ein einzigartiges, weirdes Monster, das irgendwo so rumhängt und weird ist. Einfach was, weißt du, so spät im Spiel nochmal was ganz anderes hervorkramt plötzlich. Das finde ich einfach cool. Das mag ich einfach, wenn Spiele sowas machen. Deswegen sind die Zombies nackt teilweise. Die Motte
hat ihr Übriges getan. Ich glaube tatsächlich, die nackten Zombies haben einfach nur... Gut, ich meine, warum die Kleidung komplett weg ist, ist tatsächlich ein bisschen weird. Habe ich auch keine Erklärung dafür. Aber zumindest, dass die im Grunde ja nicht nur nackt, sondern hautlos sind, liegt einfach daran, dass die oberen Hautschichten und die Haut allgemein halt tatsächlich abstirbt bei Infizierten mit dem T-Virus, während das Muskelgewebe halt alles andere als abstirbt. Das nimmt an Volumen zu und wird viel vitaler und kräftiger. Aber ja, genau. Deswegen werden Zombies auch tatsächlich größer. Die werden T-Virus-Zombies werden wirklich größer und stärker, als die zu menschlichen Zeiten waren. Deswegen sind auch alle in Raccoon City, müsst ihr mal drauf achten, 2 Meter groß, weil die einfach halt wachsen tatsächlich. Das Muskelgewebe nimmt rapide zu, die Dichte nimmt zu. Proceed. Fingerprint verified. Access granted. Hooray. Das sind quasi Vorstufen von Licker. Nie ganz so funktioniert das nicht mit der Verwandlung. Da gab es ja früher viele Theorien dazu, weil es nie so ganz klar war. Aber mittlerweile ist Canon, dass die Licker also es werden nicht alle Zombies irgendwann zu Licker, sondern Licker sind schon eine ganz eigene Mutation, die zufällig ab und zu bei manchen Menschen passieren kann. Es gab einmal die Theorie, dass die Crimson Heads aus dem Remake vom ersten die Vorstufen von den Lickern sind, aber das wurde widerlegt, sondern im ersten Teil und in Raccoon City sind 2 verschiedene Stränge des T-Virus ausgebrochen und die haben eben unterschiedliche Mutationen zur Folge. Der in der Villa... Arschloch. Der in der Villa war der Virusstrang, der eben auch zur Herstellung von Tyrants benutzt wird und der hier in Raccoon City nicht. It looks like the remains of a failed experiment. Guck mal, da sind tatsächlich so Alien 4 Babys in dem Tank drin. It looks like the remains of a failed experiment. Oh, da ist ja noch ein Licky. Guck mal, so nah sieht man da so einen Kopf selten in Spielgrafik in dem Spiel. Ah, nein! Warum habe ich nicht geschossen? Claire, wir sind zu langsam, was los? Aber wir sind immer noch nicht vergiftet. Ist Claire immun gegen Gift? Claire, bist du immun gegen Gift? Wenn du immun gegen Gift bist, musst du es mir sagen. Können wir ganz anders damit arbeiten. Hallo. Hallo zusammen. Vielen Dank auf diesem Weg für deine ganzen Resi-Lore-Videos. Sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass sie dir gefallen. Dankeschön. So. Wir haben eine Maschinenpistole. Das ist cool. Nachdem Leon ja Claire alles weggenommen hat in dem Einschrank im Polizeirevier, hat sie jetzt wenigstens ihre eigene Maschinenpistole. Ich kenne mich ja mit Waffen nicht aus, aber da vorne die Mündung hat so Löcher drin. Die Löcher sind doch bestimmt dafür da, dass da irgendwie heiße Luft oder was weiß ich was rauskommt. Sollte man die wirklich da vorne festhalten? Mir kommt das wie eine blöde, intuitiv würde ich sagen, kommt mir wie eine blöde Idee vor. Aber ich habe keine Ahnung. Claire sollte eigentlich nicht immun gegen Gift sein. Nee, glaube ich auch nicht. Wobei man weiß ja eben wirklich nicht, das ist nur Fantheorie-Land, in dem wir uns jetzt befinden, in das wir uns jetzt begeben. Aber Claire, beziehungsweise alle Hauptfiguren aus Resident Evil 4 könnten und müssten vielleicht sogar immun gegen den T-Virus sein. Eine natürliche Toleranz, die halt einfach wirklich einfach auftreten kann, gibt's ja, das wissen wir lore-technisch. Und es wird halt eben Sinn machen, wenn unsere Hauptfigur eben genau zufällig davon betroffen sind, also beziehungsweise eben nicht betroffen sind, weil gerade Chris und Jill haben halt einfach auch in Raccoon City gelebt, wo einfach das Wasser vergiftet war und so weiter, ne? Jo, mach's gut, Andi, ciao! So...
Ja, und das ist die Theorie, die weiterführt. Da habe ich ja erst kürzlich ein Video dazu gemacht, ne? Was, wenn die vielleicht nicht nur immun sind oder nicht immun sind, sondern die durchaus sich verändert haben, aber in eine für sie sehr förderliche Art und Weise, im Sinne von Superkräften im Grunde. Und naja, und gerade an Chris und Leon sieht man, dass die halt einfach Skills haben. A very particular set of skills. Und Jill kann ja wirklich nicht mehr altern oder altert sehr langsam, und in den neueren Teilen haben wir dann sowieso nur noch Biowaffen, die wir spielen, im Grunde. Verzeihung, von Sherry bis Ethan und so. So, Leute, wo müssen wir denn jetzt hin mit unserem Maschinengewehr? Kann mir das jetzt jemand mal sagen? Die Karte verwirrt mich gerade. Hier ist eine Tür, durch die wir noch gehen könnten. Aber ich weiß nicht mal, wie wir da hinkommen, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich verwirrt. Also jetzt bin ich für Tipps offen, wo ich hin muss, damit wir es beenden können. Ja, genau, Hitze nicht Druck rauslassen. Mit dem Fahrstuhl. Ich weiß nicht genau, welcher Fahrstuhl, aber muss ich hier zurück eventuell, oder? Ach so, Alice, ja, du meinst aus dem Film, ne? Ja, alles klar, die hatte ich jetzt, ich wusste überhaupt nicht, ich war jetzt auf Alice im Wunderland und dachte mir so, was ist mit Alice? Was ist, wer? Aber jetzt verstehe ich schon. Naja, du musst ja irgendwie zu Sherry, ja, aber war Sherry hier drin? Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, was weiß denn ich, Leute? Da kommst du in den Gang, wo du zum ersten Mal in die Anlage gekommen bist. Ich muss jetzt mal kurz nochmal in die Kiste gucken, weil wir nähern uns dem Endgame. Lang kann es nicht mehr dauern. Ich muss mir jetzt wirklich gut überlegen, was ich mitnehme und was nicht. Ich habe hier noch ein paar normale Granaten. Die sollte ich auf jeden Fall mal schnell reinladen. Aber die Armbrust will ich auch nicht hier lassen. Ich gehe jetzt einfach mal so, wie ich jetzt bin, raus. Und dann schauen wir mal. Ach, ist Sherry noch im Aufzug drinnen? Ach, was weiß denn ich? Was weiß denn ich? Was weiß denn ich, was ich letzte Woche gemacht habe? Nicht mal letzte... Doch, es war schon letzte Woche. Doch, ja. Aber es ist noch keine Woche her. Oh, Cutscene. Gut gemacht. Where is she? Where is she? Ich muss sagen, ich vermisse ein bisschen das Charaktere synchronisieren aus Resident Evil 1.5. Das hat mir schon Spaß gemacht. Schade, dass alle anderen Resident Evils von jetzt an vertont sind. Bei den Spin-offs bin ich mir gar nicht sicher, aber ich denke schon. Naja. Kann man nichts machen. Sherry Birkin. Gibt's, muss, also wenn es da keine Parodie gibt schon, dann weiß ich auch nicht. Nee, nicht dahin, haha. Ja, aber wir hatten eine Cutscene. Insofern war es nicht so falsch, oder? Aber wohin jetzt? Wir waren da drin, wir hatten die Cutscene, wo sie sagt, where is she? Nein, Sherry wird jetzt von Mr. X bedroht, deswegen ist Annette auch schnell zu ihr gerannt. Ja, aber wohin denn? Wohin denn? Sag mir doch bitte, wo ich hin muss. Du musst, glaube ich, noch mit dem großen Aufzug nach oben fahren und dort den Power Key benutzen. Mr. XXX. Ich weiß nicht, welchen großen Aufzug. Ich laufe einfach rum, wir finden es dann schon. Ist schon okay. Schreit einfach ganz laut, wenn ich dran vorbeigelaufen bin und ich hab's übersehen. Wir finden schon. Das mit dem Delay im Chat natürlich immer schwer. Und es gibt hier mehrere Aufzüge. Deswegen
weiß ich es auch nicht. Aber ich versuch's noch mal bei der einen Tür. Wartet mal. Lass mich noch mal kurz auf die Karte gucken. Nee. Doch. Doch. Genau. Da wollte ich noch mal hin. Weiter hinter zu dem Fahrstuhl. Nicht da lang. Okay. Nicht da lang ist gut. Das ist ein guter Tipp. Das ist hilfreich. Das Feuerzeug an der Signalrakete benutzt. Habe ich zumindest in meinem A-Durchlauf gemacht. Im B-Durchlauf glaube ich tatsächlich nicht. Du musst mit dem Fahrstuhl fahren, mit dem du auch mit Sherry hergefahren bist. Weiß ich alles nicht mehr. Ihr tut so, als ob ich noch wüsste, was ich vor 4 Tagen gemacht habe. Stellt euch vor, mein Hirn ist seit dem letzten Stream komplett resettet. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich sitze hier vor einem komplett neuen Spiel und ich, ne? So müsst ihr denken, wenn ihr an meine Erinnerungs- und Orientierungskapazitäten denkt. Wieder zurück zum Raum mit dem Aufzug. Oh Gott, ihr redet immer von Aufzügen. Ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht, von welchen Aufzügen wir reden. Was für ein Aufzug? Sag mir jetzt mal rot. Fangen wir mal ganz ruhig, Leute. Rot, blau oder da, wo wir hergekommen sind. Das ist mal die erste wichtige Option. Die erste wichtige Information, die ich von euch brauche. Hallo, Lotti. Wie geht's? Wir sind gerade, mein Chat versucht gerade mich irgendwie zu navigieren, weil ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Keiner schreibt jetzt mehr Aufzug. Ich habe verstanden, dass wir zu einem Aufzug müssen. Die Information ist nicht hilfreich für mich. Egal, ob es ein großer Aufzug ist oder ein kleiner Aufzug oder ein grüner Aufzug oder der Aufzug, wo wir hergekommen sind oder der Aufzug, mit dem der Bofrost am Mittwoch immer hochfährt. Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen Aufzug. Hilfe! Wo du eben warst und Claire gefragt hat, where is she? Da! Bei dem Aufzug. Wo du hergekommen bist. Hä? Ja, aber da waren wir doch. Fahrstuhl. er hat eine Lücke im System gefunden. Verdammt. Lastentransport. Fest verbautes Lastentransportvehikel. Okay. Gehen wir dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Der Zug ist große Fahrstuhl. Okay, genau. Ich hab's schon. Da war. Ja, genau. Ne, hier. Okay, aber was jetzt? Was machen wir jetzt? Innen konnte ich ja nichts machen, ne? Und hier kann ich aber auch nichts machen. Also, was machen wir? Lift. Ja, Lift geht auch. Nicht rechts, sondern nach links. Okay, das da, ist das da ein Aufzug? Aha, müssen wir da lang? Ich hoffe, das war richtig. Das wäre tatsächlich jetzt ohne Witz der letzte Raum, wo ich nochmal reingegangen wäre. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, na, da müssen wir sicher nicht hin. Das ist ein Aufzug, guckt ihn euch an. Elevator Control Panels, ich push mal einen Button. Hallo, Bulail, wie geht's? Ja, wir bringen heute vielleicht, ich kämpfe hart gegen meinen Orientierungssinn und mein Kurzzeitgedächtnis, aber wahrscheinlich bringen wir Claire B heute zu Ende und dann geht's ab in die große Rache gegen die Biowaffen. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir starten ein Claire A-Run, aber im, wie heißt's, danke euch übrigens für die Hilfe. Sonst hätten wir hier nie weitergefunden. Arranged Mode. Im Arranged Mode, da haben wir nämlich lustige Spielzeuge zur Verfügung. Da werden wir uns nochmal durchmähen durch das Spiel. Hab ab Januar einen neuen Job und kann endlich nach 25 Jahren raus aus der Pflege. Oh, coolio. Glückwunsch.
Das klingt ja super cool. Wie du kennst Resident Evil 2 nicht. Ich hab's tatsächlich, glaube ich, seit sehr, sehr langer Zeit, wenn es nicht 20 Jahre sind, nicht mehr gespielt. Deswegen. Und ich hab's schon öfter gesagt, ne? Leon R. ging noch. Da hatte ich noch viele Erinnerungen, vor allem am Anfang. Kannte ich noch sehr gut. Aber Claire B. wirklich gar nicht mehr. Null. Oh, Bullail, vielen, vielen Dank für die großzügigen 1000 Bits. Dankeschön. Das ist ja mega nice von dir. Ah, und hier haben wir den Schlüssel benutzt. Jetzt ergibt alles Sinn. Vielen, vielen Dank. Nicht da lang. Ja, aber jetzt haben wir schon den Schlüssel benutzt. Jetzt gucke ich mich mal hier um. Ja, aber wahrscheinlich ist die Nachricht, oder? Ja. Bezieht sich auf was anderes. Mr. X Smash! Ich glaube, in die Konsole wird Ada in Leon B. geschmettert und stirbt dran. Schon sehr, sehr cool. Moment, warum haben wir jetzt eigentlich keine Waffe mehr ausgerüstet? Sherry is not here. Schon lustig. Irgendwie sind die Biowaffen von Umbrella nicht so richtig gut, oder? Dass man die einfach wie so ein Stöckchen für einen Hund wirft man einfach in den Lavabecken und die Biowaffe denkt sich, ach, da springe ich aber jetzt mal hinterher, das sieht doch gut aus. Aber andererseits... This isn't even my final form. Das Lavabecken natürlich erst der Anfang. Ja, ich hätte noch hier meinen. Nee, falsch, meinen. No! Knopf benutzen können. Das wäre vielleicht noch besser gewesen für Mr. X. Claire, müssen wir da runterfahren? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch mein No! Knopf. Das wäre auch gut gewesen. Wir wissen nicht, wie Mr. X Stimme ist. Wir hören den nicht. Der redet nicht. Vielleicht redet er nicht. Weil er sich so anhört. Hallo, ich bin Mr. X, die neueste Biowaffe von Umbrella. Und ich werde sie hiermit töten. Sorry, nichts für ungut. Ist er nicht böse gemeint. Vielleicht ist er in Wirklichkeit so. Deswegen hat Umbrella gesagt, hey, im Job bitte nicht reden, okay? Wahrscheinlich. Verzeihung. Ach ja, dann laufen wir jetzt noch ein bisschen planlos durch die Gegend, würde ich sagen. Und dann haben wir es auch schon durchgespielt, so ziemlich. Hallo, Mathe. Warum muss man eine Kiste schieben, um dorthin zu kommen? So unlogisch gemacht. Da jetzt, meinst du? Muss ich mir mal angucken. Naja, da sind die Klettermöglichkeiten. Ach, aber du meinst, warum das grundsätzlich ursprünglich früher so designt wurde? Ja, das ist in der Tat eine Frage, da hast du recht. Das ist wirklich komisch. Wie soll die Tür eigentlich zugänglich sein, wenn nicht, ne? Voll weird, da hast du vollkommen recht. Super weird. Das ist aber nicht wirklich Lava, sondern irgendwas gegen Biowaffen. Ja, ich schätze mal, ich hätte jetzt eher gedacht, geschmolzenes Metall oder sowas, ne? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt.
Ob ich die Armbrust überhaupt noch mitnehmen muss? Ob ich die Armbrust da lassen könnte? Vermutlich. Ich speichere mal schnell. Jetzt kannst du auch mit dem Lift ganz nach unten fahren. Zu den Zügen. Okay, werden wir gleich sehen. Geschmolzenes Metall, gut gegen lebende Dinge. Das glaube ich auch. Ich glaube, gleich nach Barrys Waffe dürfte geschmolzenes Metall vielleicht das zweitbeste gegen lebende Dinge sein. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, beim ersten Mal diesen Alarm dachte jeder, what the fuck, schnell. Ja, total, ne? Man hatte sofort das Gefühl, man muss super schnell hier weg, weil sonst stirbt man komplett. Aber solange kein Timer auf dem Display zu sehen ist, auf dem Screen zu sehen ist, hat man keinen Zeitdruck. Okay, ich schätze mal, mit der Konsole kann ich nicht interagieren. Oder muss ich jetzt wieder mit dem kleinen Aufzug fahren? Muss ich nochmal mit den nächsten? Wahrscheinlich nicht. Gibt es News, warum beim Remake von 2 die Armbrust nicht vorhanden ist? Na, es fehlt ja beim zweiten Teil einiges. Vor allem Gegner und so. Und ich glaube, die News ist einfach nur, dass die nicht genug Zeit und Geld bekommen haben, weil Capcom sich nicht sicher war, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube, das ist eigentlich alles. Wieder zurück zum Lift und die Konsole benutzen. Okay. Hey, aber ist ja wirklich... Ich würde... Das finde ich gerade echt sehr unintuitiv. Bisher bin ich in den... In den also, wisst ihr, wie ich meine? Woher? Wie? Woher? Warum? Niemand kann das erahnen. Ach, guck mal. Ich wollte mich gerade schon beschweren, aber dann gibt mir das Spiel einen Hinweis. Alles gut. Ja, der zweite Teil hat doch ein paar coole neue Passagen, definitiv. But I still love you. Also, Remake meine ich jetzt. Mom! Sherry, we have to go now. Ah, da liegt eine Pistole hinter Sherry. Ich dachte gerade so, hä? Hat die irgendwie ein Laserschwert am Gürtel oder was ist das? Es ist eine Waffe, sie ist nicht geladen. You can't carry anymore. Ah, damn it. Ach, damn it. Jetzt haben wir den Master Key und ich schätze, jetzt gehen wir zum Aufzug zurück. Genau, dann macht das auch Sinn und man wird doch geleitet. Das kam mir so random vor, dass man... Ach, Sherry. Komm jetzt, Sherry. Was zur Hölle? Kommst du jetzt bitte? So, meine Güte, ey. Ach, okay, sorry, der Schlüssel. Ja, na, ist überhaupt kein Problem. Man muss nicht immer alles auswendig kennen. Ich habe gefragt und ihr habt mir nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet. Alles gut. Aber Claire und Ada haben sich nie kennengelernt, oder? Nee, tatsächlich nicht, nee. Zumindest hier nicht. Und auch ich weiß, nee.
meine Nachricht hervorheben. Punkte verwenden. Ach so, doch, ich hab's gesehen. Ich hab nur gerade irgendwas anderes gelesen und hab's dann vergessen. Aber es war jetzt auch nicht super wichtig, oder? Ach, guck mal. Yikari, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Das ist ja voll die Location aus 1.5. Das hatte ich beim 1.5-Spielen überhaupt nicht auf dem Schirm. Überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay, let's get this thing moving. Okay, wir haben nicht genug Power, um das Ding zu aktivieren. Mehr oder weniger, sie sehen sich ja beim... Ja, Claire B. Endkampf, stimmt. Da wirft uns ja trotzdem auch wenn das halt nicht so schön Sinn macht wie andersrum, ne? Aber natürlich wirft uns Ada ja auch den Raketenwerfer hin, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Stimmt. Insofern, zumindest haben sie sich zur Kenntnis genommen, offensichtlich, so ein bisschen, ne? Das kann man schon sagen. Okay, Armbrust. Niemand braucht dich jemals mehr. Geh weg. Geh weg, Armbrust. Wir brauchen dich nicht mehr. Dankeschön. Du warst cool und so, aber niemand braucht dich mehr. Ich hätte auch das Maschinengewehr sogar wegnehmen können oder weglegen können, aber passt schon. Das passiert, wenn man die Remakes gewöhnt ist. Ey, ich habe auch beim ersten Teil, habe ich so viel durcheinander gebracht mit dem ersten Teil Remake, meine Erinnerungen an den zweiten Teil und alles, ne, wild durcheinander vermischt und war dann teilweise so, Moment mal, das passiert hier? Ich dachte, das kommt, hä? Ja, total alles durcheinander. Bird Rider machst du demnächst auf Videos zu Fallout 76. Tatsächlich habe ich mit Desert Railgun, unser Fallout 76-Experte, hat wieder ein Survival-Tipps für Fallout 76-Video schon vorbereitet. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, das fertig zu machen, aber der hat mir schon alle Informationen und sowas zusammengesucht. Und ja, das kommt definitiv noch demnächst. Aber sonst habe ich jetzt aktuell tatsächlich nichts mehr geplant. Fallout 76 hat mir echt irgendwie schon Spaß gemacht zum Durchspielen, aber als Service-Spiel funktioniert es für mich einfach nicht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann will ich auch nicht so mich videotechnisch damit beschäftigen. Ne? Insofern... Aber ich hatte jetzt nicht mehr großartig was geplant. Die arme Armbrust. Nein, die hat jetzt ihren Zoll erfüllt. Die darf jetzt mit gutem Gewissen und Gefühl in den Ruhestand. Sie hat ihr Bestes getan und wir sind stolz auf sie. Wir werden sie immer in Erinnerung halten. Two plugs must be set simultaneously. Ach so, muss ich den anderen Plug auch noch mitnehmen oder was? Ach, Spiel, sag mir doch sowas. Woher soll denn ich das wissen? Den zweiten Stecker hast du vergessen, ja. Das stimmt. Ich wusste nicht, dass man... Ich habe mich ehrlich gesagt schon gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal hinklicken muss. Aber dann müssen wir jetzt doch nochmal einen Platz im Inventar freimachen. Ich glaube, zwei Heilsprays reichen tatsächlich, ne? Ach, weil der Raketenwerfer wahrscheinlich zwei Slots im Inventar braucht, ne? Deswegen. Ja, okay. Das macht schon Sinn.
Hey, habt ihr irgendwelche Ideen oder Wünsche, was ihr gerne morgen im Bonus-Stream sehen würdet? Am besten irgendwas, das zu Survival-Horror und vielleicht sogar Resident Evil 2 passt. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Ideen und Sachen mir aufgeschrieben, aber wenn ihr ein paar coole Vorschläge habt, dann immer her damit. Vielleicht habt ihr Ideen, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Echoes of the Living, das sagt mir gerade gar nichts. Schau ich mir nachher mal an. Was für geile Musik kriegt der eigentlich? Moment mal, sind Feuergranaten überhaupt wirklich effektiv gegen den? Weil irgendwie brennt er schon ganz gut eigentlich, oder? Claire, das ist jetzt auch ein bisschen gemein, ey. Gleich mal double gehittet, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Weißt du, ohne Witz, als ob was riechen würde. Immer wenn ich mir denke, jetzt schiebe ich mal auf ihn. Claire schießt irgendwie ein bisschen oft daneben. Okay. So wie das dargestellt ist, kann man, glaube ich, sagen, dass Ada Claire kennt, ne? Aber andersrum nicht unbedingt. Eine mysteriöse Silhouette gibt ihr da den Raketenwerfer. So, komm her. You lose, big guy. Geiler One-Liner. Das unfertige Spiel 1.5 hat zum Beispiel mehr Gänge, Räume etc. Ja, voll. Ey, das ist so riesig. Das ist total crazy. Achso, wir sind noch nicht ganz fertig. Moment. Wir haben jetzt, glaube ich, den Strom wiederhergestellt. Muss ich nochmal was drücken hier? Nee, Power is already. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell zurück. Und fahren weg. Ein anderer Teil von der Roll Alone in the Dark, Rule of Rose... Oder das schwarze Schloss. Ah ja. Ist das Canon? Denk eher nicht. Was denn jetzt, dass die sich treffen? Oder was meinst du? Es ist super schwer zu entdröseln, was Canon ist und was nicht. Bioshock finde ich grundsätzlich cool, aber will ich, glaube ich, jetzt nicht streamen und passt für mich auch nicht so gut jetzt. Dieses Treffen, ja, es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Gerade bei Resident Evil 2 kann man sich einfach aussuchen, was man lieber mag, was man cooler findet. Es ist wirklich wurscht. Es gibt für alles Belege und Hinweise, dass es passiert ist, auch wenn es eigentlich nicht passieren könnte. Also ob jetzt Claire A, Leon B oder andersrum der Fall ist, ist absolut random. Kann man sich absolut aussuchen. Ich persönlich weiß es gar nicht. Oh, the tunnel gate isn't open yet. Oh, damn it. Verdammt. Immer ist irgendwas. Ich glaube fast, ich persönlich fände Claire A, Leon B vielleicht zumindest teilweise besser. Dass wir die auch nochmal benutzt haben. Ist ja schon auch, macht ja schon auch Spaß, ne? Kann man nichts sagen. So, jetzt aber schnell. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Zeit, Claire. Jetzt aber schnell das Tor öffnen und dann hauen wir aber ab hier. Meine Güte, ich mach's aber wieder spannend. Ist aber auch gemein, dass in der Cutscene die Zeit so weiterläuft, ne? Für ein riesiger Hebel, ey. Let's go!
Sehr cool. Das hätten wir. Yeah, what was that? Warning, biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Endlich hat Umbrella mal eine sinnvolle Sicherheitsvorkehrung, ne? What's wrong with this thing? I don't know. The door won't open. Wenn eine Biowaffe am Zug nach draußen geortet wird, sprengt sich das Ding in die Luft. Das ist endlich mal, was das Sinn macht. Alles andere, davon, dass man sich an irgendwelchen Computern als Gast anmelden kann, bis hin zu Passwörtern, die irgendwo auf Zettel stehen, ist alles eine einzige Katastrophe bei denen. Aber das ist tatsächlich mal sinnvoll. Tentakulär. Wie auch immer das technisch genau funktioniert, dass da irgendwie Biowaffen geortet werden und so, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Nein! Ich glaube, ich nehme gegen den jetzt wieder Feuer. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, die Umbrella-Scanner erkennen, dass der jetzt tot ist, weil sonst haben wir ein Problem. Weil das jetzt alles noch schnell in einer Minute vom Zug wischen, das wird schwierig. We need a bigger mob oder so. Eklige Chimama-Lade. Fairerweise wissen wir nicht, wie Birkin schmecken würde. Vielleicht ist er sehr köstlich. Vielleicht wäre es sehr köstliche Chimama-Lade. Where are you?
are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. Sherry! Persistent, aren't you? Die Putzfrau von Umbrella Gefahrenzulage bekommt. Ich glaube eher, die wird noch als Versuchskaninchen benutzt. Leon hat aber auch seine Haarfarben im Verlauf der Story, im Verlauf der Spiele so oft geändert wie Chris seine Statur, oder? That was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean... Chris, I have to find you. Yeah! Hi, Albert Wesker. Und nun liegt Jill in der Kapelle. Ja, ja, genau. Ja, ja. So ungefähr. Zeitlich. Ich frage mich, wo die da rauskommen und warum da nicht alles zombieverseucht ist. Na, weit genug raus aus der Stadt halt einfach. Ziemlich rapides Ende. Ja, plötzlich, ne? Wieso, Leon hat doch immer braune Haare. Hier wirkt es noch manchmal orange. Naja, Leon wechselt schon je nach Darstellung und Artwork und so zwischen rot, blond und braun ganz schön hin und her. Aber braun ist tatsächlich seine offizielle Kanonfarbe. Aber ich hätte zum Beispiel immer gedacht, dass er blond ist eigentlich. Aber offiziell braun. Biggles, dankeschön. V-I-G-G-E-S, dankeschön für dein zweites Monat schon. Danke, super nice von dir. Ich habe Leon noch nie als blond gesehen. Ja. Super Ende, jetzt Teil 3. Nee, noch nicht Teil 3. Wir machen jetzt nochmal einen relativ zügigen, also nicht super, super zügig, aber schon zügigen, zügigeren Claire A. Leon B. Durchlauf, aber mit speziellen Waffen, damit es ein bisschen lustiger wird. Wir werden uns hier durchmähen, wir werden alles in Stücke sprengen und dabei teuflisch lachen und den ganzen Biowaffen heimzahlen, durch was sie uns jetzt durchgequält haben oder so. Ich liebe dieses Musikstück, ja, es ist super. Ich bin sehr gespannt, ob ich da ein Problem auf YouTube kriege, wenn ich es hochlade, aber schauen wir mal. Eher so blondbraun mit Rotstich. Ja, genau. Yeah! Red! Autsch. Mikro angepufft. Ich liebe deine Videos seit Jahren. Dankeschön, Florian. Freut mich sehr. So. Schön war's.
Kann man je Szenario unter 2 Stunden schaffen? Ja, ja, definitiv. Wenn man es drauf anlegt, definitiv. You can play another scenario if you make a new save data. Tun dir die Monster nicht leid? Nee, nicht wirklich. Fragezeichen, Fragezeichen. EX Battle 1. Stars member Brad became a living dead. He's roaming around somewhere here in the police station, possessing a special key. Find him. Reach to the without getting any items. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht. Das habe ich nicht vor. Das war nicht mein Plan. Geh weg. Okay. So, Leute. Jetzt passt auf. Wartet mal. Claire Story ist, glaube ich, okay. Resident Evil. Hast du auch schon mal die Resident Evil 7 DLCs gezockt? Natürlich, die sind alle sehr, sehr großartig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle sehr großartig sind, aber die sind sehr großartiger DLC-Support gewesen. Manche finde ich besser und andere schlechter, aber insgesamt super. Und die werden wir natürlich auch noch alle spielen. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Hatten wir ja schon, Florian, im Grunde. Deswegen bin ich ja überhaupt auf die Idee gekommen, dass wir auch mal alle... Ich überspringe jetzt die Cutscenes. Oder jetzt sehen wir die zum dritten Mal. Nee, beziehungsweise stimmt gar nicht. Doch, doch, doch. Nee. Sie ist leicht anders. Ach, wisst ihr was? Gucken wir sie uns an. Aber ich habe ja schon alle Fallout-Spiele durchgespielt auf dem Kanal. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das müssen wir eigentlich mal mit den Resident Evil-Spielen auch machen. Wünschte, man hätte die Bakers retten können. Ja, ich auch tatsächlich. Ich mag die Bakers. Die Outbreak-Teile und die anderen Spin-Offs Kanon. Tatsächlich sind die meisten Spin-Offs, auch wenn sie teilweise sehr weird sind, offiziell Kanon. Es gibt nur eine Handvoll, die nicht dazugehören. Operation Raccoon City. Die Multiplayer-Spiele natürlich alle nicht so. Und Gaiden sind, glaube ich, die einzigen, die nicht Kanon sind. Und Survivor 2 ist ein Traum, aber gut. Trotzdem Kanon. Ist Kanon, dass Claire, ich glaube, das träumt Claire nach, direkt nach Code Veronica. Hello? Klingt weird, aber ist so. Hello? Hello? Could you please stop eating this person? Are you listening? So viele Zombies sehen einfach aus wie Leon und Leon sieht einfach aus wie ein Zombie. In den Cutscenes, finde ich, in den Render-Sequenzen. Wait, don't shoot. Und Leon hat hier einfach ganz klar rote Haare, knallrot, oder? Finde ich schon. Kennt doch wer die Resi-Bücher? Gelesen habe ich die tatsächlich nicht. Ich habe nur über die gelesen. Genau, die S.D. Perry-Bücher. Hi, Katmo. What's going on? I arrived in town and the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Hi, Nox Remy. Hi, ich setze eher auf schlechte Beleuchtung.
Ach, du meinst mit den Haaren, meinst du? Mit den Haarfarben? Nee, ich glaube, der ist rothaarig. Black Sabbath, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön. So. Das sah aus wie Leon als Zombie. Ja, ich sage, es gibt in den Cutscenes vor allem wirklich viele Zombies, die einfach wie Leon aussehen, weil sie halt die gleiche Frisur haben. Die haben halt wahrscheinlich 5 Frisuren gemacht und fertig. Es gibt auch einen Zombie, der aus so einer Gasse kommt, der sieht einfach aus wie der Truckdriver. Die hatten halt nur 5 Modelle oder so, die mussten reichen. Okay. This is just the beginning of the worst nightmare. Jetzt passt auf. Wir spielen jetzt... Nein, weg. Wir spielen jetzt das Arranged, die Arranged-Version von Claire B. Das heißt, wir starten mit einer Maschinenpistole mit unendlich viel Munition. Aber das ist erst der Anfang. Wir müssen jetzt erstmal ins Polizeirevier kommen und dann geht der Spaß erst so richtig los. Resident Evil Survivor 1 ist nicht so passiert, aber Resident Evil Survivor 2 ist bloß ein Traum von Claire. Doch, Resident Evil Survivor 1 ist passiert. Freeze. Und 2 ist ein Traum. Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Ja, die Bücher erzählen ja quasi eine alternative Version der Ereignisse. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Ich dachte, der redet noch länger. Ich gehe einfach jetzt. Tut mir leid, Kendo. Ich brauche deine Munition nicht und deine Armbrust kannst du auch behalten. Wir haben... Auf uns wartet Größeres. Sammel nix auf und hol den Special Key. Könnten wir tatsächlich bis jetzt machen, ne? Da hast du recht. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Da war jetzt das Rumstehen blöd. Ne, ich glaube, das ist auch an den Timer geknüpft, ne? Oder muss ich wirklich nur einfach nur nix sammeln? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Yeah! Oh nein. Claire hat auf den Falschen geschossen. Gemeinheit. Nee, nur nichts aufsammeln. Oh ja, das ist easy. Das können wir machen. Ich hab's gesehen. Black Sabbath, du... Ich hab schon oft irgendwie auf deine Chats reagiert, aber du schreibst dann immer das Gleiche. Ich irgendwie... Kommt mein Gesprochenes nicht bei dir an. Hallo, hier bin ich. Das ist schon lustig, das Maschinengewehr, finde ich. Ich mag das schon. Also die ersten Bände sind eigentlich Resident Evil 0, 1, 2, 3 und Code Veronica nur in Romanform. Danach wird's abgedreht. Ja, genau. Teil 1 und 2, nicht ein und dieselbe Story. Meinst du jetzt von Survivor, ne? Nee, Survivor hat, da haben im Grunde die Teile nichts miteinander zu tun. Im Grunde ist ja quasi der,
quasi der dritte Survivor-Teil auch ein Dino-Crisis-Spiel. Also das ist ja komplett weird alles. Ups. David. Ich fühle mich ein bisschen zu übermächtig. Aber ich glaube, das sind wir auch. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Oh. Gar kein Brett-Zombie, Leute. Weiß ich jetzt auch nicht, warum der nicht da war. Kein Brot. Kein Brot für uns. Genau, der Verlauf von Claire A. ist anders als Claire B. und anders als Leon A. Gerade was so die Cutscenes und die Begegnungen angeht und die Dialoge. Zum Beispiel stirbt Ada in Leon B. ganz anders. Wilhelms Schrei im Soundboard wäre... Ja, das stimmt. Das wäre auch ein guter Knopf. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire. Claire Redfield. I'm looking for my brother, Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures. In a mansion located in the outskirts of this city, Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Okay. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Na gut, die Rätsel und das Game Design, ich glaube auch so ziemlich die Monsterplatzierungen sind schon sehr gleich in A, B, je nach, also egal mit wem man spielt. Aber wie, die Dialoge wie der jetzt gerade, die sind sehr anders. Natürlich. Vampire Girl, wir brauchen das Heilkraut, glaube ich, nicht aus den Blumenkästen. Ich hoffe, wir brauchen es nicht. Aber ich glaube, das kriegen wir so ganz gut hin. So, jetzt passt auf. Jetzt gehen wir mal zur ersten Kiste und dann gucken wir mal, was wir da Schönes drin haben. Tada! Erstmal eine Gatling Gun und einen Endlos-Raketenwerfer und sehr viel Munition für die Handgun, die wir nicht brauchen. Ich nehme mal noch eine Heilung mit und ich glaube, jetzt haben wir erstmal Spaß hier. So, Licker, du wirst dir noch wünschen, du wärst in ein anderes Polizeirevier eingebrochen oder so. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie krass die Gatling tatsächlich ist.
Auf jeden Fall war das Polizeirevier gut ausgestattet, ne? I hope it's not Chris's blood. God Mode haben wir, glaube ich, nicht. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, wir können schon verwundet werden, theoretisch. Oh, guck mal, der Licker weicht nicht zurück, wenn ich auf den schieße. Er ist zwar relativ schnell gestorben, aber Licker sollten wir vielleicht in Zukunft tatsächlich mit dem Raketenwerfer killen. Achtung, die Glättling hat den Nachteil, die braucht, bis es losgeht. Ja, ja, genau, klar. Aus Resident Evil 1, das ist Kenneth, der ist kaum noch zu erkennen. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt wirklich mit dem Arranged-Modus und mit den anderen Waffen nochmal Claire A und Leon B komplett durchspielen. Dann mache ich ein bisschen davon abhängig, ob ich noch Bock habe und ob ihr noch Bock drauf habt. Ne? Vielleicht sagen wir irgendwann so, okay, jetzt ist es auch irgendwie nicht mehr lustig, passt schon, lassen wir es. Und dann lassen wir es. Aber jetzt will ich erstmal mindestens eine riesige Zombie-Horde mit der Gatling wegschießen. Shocking. Die ist schon krass, wie schnell die auch sterben, ne? Ich kann gar nicht so lange auf die einschießen. Hat auch ein schönes Sounddesign irgendwie. Ja. Ich muss fast sagen, jetzt ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass wir endlich an den Punkt kommen. Aber jetzt, wo wir da sind und wir die Superwaffen benutzen können, finde ich es fast ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Das ist halt jetzt auch nicht so wirklich fordernd mehr, ne? Können wir halt ein bisschen durchmarschieren und Blödsinn machen, aber so richtig den Drive habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Gucken wir mal. Vielleicht kommt's wieder. Vielleicht kommt's noch. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen dieser Post-Game-Blues, ne? Jetzt haben wir es durchgespielt. Schauen wir mal. Wie sieht's bei euch aus? Wie ist bei euch die Motivation? Findet ihr Resident Evil Polizeistation in Dragon Ball... Was? In DBD. Ganz geil gemacht. In DBD, Dragon Ball Dungeons, kenne ich nicht. Was ist denn DBD? Dead by Daylight. Ah, Dead by Daylight bestimmt, ne? Ja, ja, genau, okay. Gut. Das habe ich zwar mal gespielt, aber nie den Resident Evil Content, den kenne ich gar nicht. Claire kommt zum Aufräumen vorbei, nicht zum Überlebenskampf. Ja, das stimmt. Resident Evil 3. Ja, ich habe das jetzt nicht vorbereitet. Resident Evil 3 können wir heute nicht mehr anfangen, leider. Es wird zu lange dauern. Okay, die nächsten Gegner, die kommen, werden wir mal mit dem Endlos-Raketenwerfer in die Luft sprengen. Ah.
Hank als Killer, wirklich? Ich dachte, jetzt wo ich drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, wer da der Killer ist. Aber ja, okay. Warum spielst du überhaupt mit den Superwaffen? Why not, ne? Ich habe mir gedacht, das ist doch cool. Jetzt haben wir es einmal richtig durchgespielt. Jetzt machen wir es nochmal in crazy. Richtig nice wäre es, wenn man einen Resi-Teil als Cop in Raccoon rausbringen würde. So vor dem Ausbruch bis zum Untergang der Stadt. Ja, ich habe eh schon mal gesagt, ne? Ein Resident Evil Open World. Ja, doch, eigentlich schon. Open World Raccoon City Erkundungsspiel. Wird mir schon gut gefallen. Wir brauchen eigentlich den Granatenwerfer gar nicht, Claire. Wir haben alles, was wir brauchen. In deiner Hand. Genau, das müssen wir uns angucken, damit es weitergeht. Ich fand die Musik so gelungen und bringt die passende Stimmung, um sich zu gruseln. Ja, der Soundtrack ist absolut super. Ich habe das ja auch schon öfter erzählt, ne? Aber ein Freund und ich, wir haben ja damals eben Resident Evil 2 gespielt und wir haben uns mega gegruselt, gerade nachts. Es war super unheimlich und dann haben wir irgendwann in den Optionen einfach nur die Musik ausgemacht. Die Game Sounds sind angeblieben, nur die Musik haben wir gemutet und dadurch war es dann einfach halt ein ganz anderes Spiel. Nur noch 20% so unheimlich für uns und wir konnten es gemütlich spielen. Oh oh, Telefon. Im Grunde GTA Raccoon City, was du da beschreibst, Markus. Das wäre schon cool. Locked. Na gut. Ich weiß noch, als ich bei der Stelle in Claire B war, ey, ich habe einfach eine komplette Let's Play-Folge. Über 20 Minuten bin ich einfach nur zwischen dem Stars-Büro und dem Safe-Raum unter der Treppe hin und her gelaufen, ey. Das war großartig. Können wir da hinten schon rein? Nee, können wir auch noch gar nicht. Hätte auch noch gar keinen großen Sinn gemacht, glaube ich, ne? Ja. Oh nein, sie haben mich. Ich glaube, die machen gar keinen Schaden, oder? Kann das sein? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber ich glaube, die tun einem gar nichts. Ein Resi-Game, wo man mit Umbrella eine Biowaffe entwickelt, würde ich auch feiern. Kann ich mir gerade nicht wirklich was darunter vorstellen. Meinst du jetzt so im Sinne von, weiß ich nicht, Pokémon? Oder Story getrieben oder eher so wirklich ein random generierter Monster-Simulator oder sowas, was sich schon auch cool anhört eigentlich. Die wollen nicht beißen, die wollen nur spielen die Hände. Ja, die wollen nur Händchen halten, die Zombies. Das ist eigentlich alles. Resident Evil Go. Ja, das wäre schon cool. Ja, das wäre eigentlich voll cool. Ne, man geht so Geotracking-mäßig durch die Stadt auf der Suche nach Biowaffen und dann muss man gegen die kämpfen. Und aus irgendeinem Grund sammelt man die dann. Naja, ich meine, Witcher hat es ja auch gemacht, ne?
Witcher, es gibt ja dieses Witcher Go, das heißt anders, aber das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt und das war eigentlich ganz lustig. Da hat man halt für das Erlegen der Monster dann Teile von den Monstern bekommen und hat sich irgendwelche Tränke draus brauen können und natürlich Erfahrungspunkte und so. Okay, kommt mal alle her. Ich will euch alle, nee, gehen wir nicht so weit zurück, ich will euch alle ein Bild haben. Okay. Seid ihr alle da? Bereit? Oh, schade. Ich dachte, ich erwische mehrere gleichzeitig, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem auch schon lustig. Meine Güte. Oh, guck mal, wie V-förmig sie umgefallen sind. Wollen sie mir irgendwas mitteilen vielleicht? Ob das eine versteckte Botschaft ist, die die da für mich haben? Man weiß es nicht. Vielleicht sind sie ein Pfeil, der da so komisch rein zeigt. Schönen guten Abend. Was glaubt ihr, was als Resident Evil 9 kommt? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage im Stream. Und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort drauf, weil halt alles einfach nur wilde Spekulation ist. Es kann einfach wirklich alles passieren. Ich halte es für, also früher hätte ich gesagt, dass ich es für durchaus denkbar und vielleicht sogar wahrscheinlich halte, dass die weitergehen, also weitermachen, irgendwelche Mythologien aufzuarbeiten im Grunde. So wie sie in Resident Evil Village so diesen europäischen Werwolf-Vampir-Mythos aufgegriffen haben, hätte ich mir vorstellen können, dass die dann zum Beispiel im 9. Teil zum Beispiel so diese amerikanischen Urban Legends wie den Goatman und Bigfoot oder sowas behandeln, keine Ahnung. Oder sie gehen in den japanischen, asiatischen Raum und greifen da irgendwelche Mythen auf und so weiter und so fort. Das hätte ich mir alles vorstellen können. Aber da die jetzt quasi gesagt haben, okay, wir hören jetzt mit der kompletten Winter Saga auf ein für alle Mal und da die gesagt haben, gut, wir, also da es ja auch personellen Wechsel gab, so ein bisschen, kann jetzt alles passieren. Jetzt sind die Karten für den 9. Teil wirklich neu gemischt. Insofern ist es super schwer zu sagen, was da jetzt tatsächlich passieren könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar so ein bisschen back to the roots geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz im Gegenteil noch abgedrehter wird vielleicht. Halte ich alles für möglich. Es ist schwer zu sagen. Aber grundsätzlich hätte ich immer gesagt, so Back to the Roots wäre mal wieder cool, aber da die jetzt eh die Remakes gemacht haben und bestimmt auch weiterhin machen werden, ist das gar nicht mehr notwendig, dass die neuen Teile jetzt auch Back to the Roots gehen. Back to the Roots haben wir. Wir haben Back to the Roots zu Hause. Das heißt, jetzt könnte die Hauptreihe gechillt weitergehen und wirklich vielleicht auch ein bisschen sich mehr trauen, weil wir haben ja immer noch die Remake-Reihe für eher traditionelle Resident Evil-Szenarien. Naja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ah, guckt, unsterblich sind wir definitiv nicht. Wir haben Schaden bekommen. Claire hat einen Aua. So, warte, ich habe mich verdrückt. Ich wollte schon nehmen. Ach so, ich kann nichts mehr nehmen. Ah, ich wollte das schnell kombinieren mit dem da. Naja, dann nehmen wir das alleine. So. Hat es jetzt davon. Und deine Gegner sind die Hauptcharakter, die auch getötet werden müssen. Hä? Naja, ich dachte an ein Game, wo man eine Biowaffe entwickelt und dann musst du die Biowaffe spielen und zum Beispiel eine ganze Stadt ausschalten. Wie hieß gleich nochmal das Indie-Spiel? Das war ziemlich cool. Carrion, glaube ich. Carrion ist genau das. Da spielt mal so eine Biowaffe, die aus einem Labor ausbrechen muss, um da alles zu töten. Das ist ziemlich cool. Da hat man so ein schleimiges Tentakelmonster und quetscht sich durch irgendwelche Lüftungsschächte und packt dann die Leute so heimlich an den Bein und zieht sie ganz schnell in den Schacht, damit man sie essen kann und so. Das ist sehr cool. Könnte ich mir auch gut vorstellen im Resident Evil Universum. Ja.
You are. Ich finde die richtige Tür einfach nicht. Ja, und ansonsten kann man über Resident Evil 4 wirklich, 9 wirklich nur raten. Aber laut Gerüchten, ne, laut Gerüchten soll ja tatsächlich der erste Trailer und schon nächstes Jahr gezeigt werden. Ich glaube, Mitte oder Ende nächstes Jahr hat dieser Das Golem, der ja ein sehr bekannter und zuverlässiger Leaker ist, gepostet mal irgendwo. Bin ich sehr gespannt. Also eventuell müssen wir nicht mal mehr ein Jahr warten und dann wissen wir schon zumindest grundsätzlich, wie Resident Evil 9 aussehen wird, welche Perspektive es haben wird, First Person oder Third Person, oder wird es plötzlich ein Top-Down-Shooter oder ein Aufbaustrategiespiel. So Sachen werden wir bis dahin wahrscheinlich schon geklärt haben. Bin ich mal gespannt. Oh ja, und die Bossgegner in diesem Biowaffenspiel sind dann irgendwie quasi Resident Evil Hauptfiguren. Finde ich gut. Ah ja, solange ich keine Karte habe, wird mir nicht angezeigt, für welche Räume die Schlüssel sind. Ich hätte mir gewünscht, dass die einen Cliffhanger von Village zu einem DLC von Rose auflösen. Ja, ja, genau. Nee, aber wie Katmo schon schreibt, Ich glaube nicht daran, dass die Cliffhanger aus Village ernsthaft aufgegriffen werden. Wirklich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeinem Spiel Chris spielen, wie er gegen die BSAA vorgeht, die jetzt Biowaffen einsetzen. Ich glaube es einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Cliffhanger, dass Ethan irgendwie vielleicht noch leben könnte, weil er da neben dem Auto steht, wenn man mit Kamera-Hex ranzoomt und so weiter. Auch da, es wird alles nicht mehr aufgegriffen. Ich glaube es wirklich nicht. Das wäre auch so die alte Resident Evil-Tradition. Man baut halt am Schluss Cliffhanger ein, weil das macht man so und das ist irgendwie cool. Und vielleicht haben die Leute, die gerade dran arbeiten, tatsächlich Bock auf darauf, das weiterzuführen. Aber bis es dann wirklich zum Nachfolger kommt, arbeiten schon lange ganz andere Leute dran. Und keiner weiß mehr, was überhaupt los ist und machen ihr eigenes Ding und so weiter. Deswegen glaube ich das nicht. Wäre lieber alte Charaktere oder zum Beispiel neue wie ein Cyborg oder wie ein Master Chief wie ein Halo? Also, boah, ich habe grundsätzlich nichts gegen neue Charaktere, aber jetzt so total Science-Fiction-mäßig abdrehen wäre mir ein bisschen zu krass. Aber es gab ja tatsächlich schon viele Resident Evil-Teile, wo wir wirklich Figuren mit übernatürlichen Kräften spielen, mit Bio-Waffenkräften. In die Schiene könnte man tatsächlich auch nochmal gehen. Da hätte ich gar nicht so das Problem damit. Insofern, also zumindest, wenn irgendwie Pläne existiert hätten, dass Ethan vielleicht doch noch leben könnte oder so, dann werden die jetzt definitiv nicht mehr aufgegriffen. Das glaube ich auch. Ach Leute, ich weiß nicht. Es ist leider jetzt gerade die Luft für mich tatsächlich draußen. Ich habe jetzt gerade irgendwie überhaupt keinen Bock mehr, das nochmal so durchzuspielen. Ich weiß nicht. Die Luft ist raus. Gerade. Resident Ethan. Ja, genau. Schade irgendwie. Ich habe mich drauf gefreut, aber jetzt ist gerade ein bisschen so, weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir doch gucken, dass wir den dritten Teil noch hinkriegen oder so. Keine Ahnung. Das ist auch lame. Was denn? Oh. Schau dir auf YouTube Echoes of the Living an. Ja, bitte, bitte, bitte. Was bezieht sich das auf Resident Evil 3? Vielleicht. Ein Spiel ähnlich wie Splinter Cell. Oder... Nee, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Oh. Leon.
Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Moment, ich muss ganz kurz eine Abstimmung machen. Die Abstimmung ist jetzt leider nur auf Twitch, aber macht mal gerne, stimmt mal gerne auf Twitch ab, wenn ihr wollt. So, Umfrage beginnen. Ihr könnt gerne mal abstimmen hier. Ich bin sehr gespannt. Und währenddessen zeige ich euch jetzt was, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Wartet mal. So, ich habe nämlich sehr coolerweise, Moment. Den riesigen Holy Adventskalender von Holy zugeschickt bekommen. Und den würde ich euch gerne gleich mal noch vorführen. So, guckt mal, wie riesig das Ding erstens ist. Es passt überhaupt nicht ganz in die Kamera. Und wir werden jetzt spoilermäßig, das Christkind möge es mir verzeihen, ein, zwei Türchen davon öffnen, würde ich sagen. Wir schauen jetzt einfach mal rein, was drin ist. Ich werde den wirklich als Adventskalender benutzen, also ich verpacke das dann auch wieder. Das sind ja lauter einzelne Schächtelchen, die kann man auch einzeln wieder zumachen und verschließen. Aber wir spicken jetzt mal ein bisschen rein. Also jetzt für alle, die den vielleicht schon haben oder noch wollen, Spoilerwarnung. Ich werde jetzt ein paar Geheimnisse vielleicht lüften. Aber jetzt gucken wir mal, was wir da drin finden. Ich würde sagen, als erstes machen wir jetzt auf jeden Fall mal das erste Türchen auf. Das ist jetzt auch nicht so der große Spoiler, damit ihr wisst, was euch bei diesem Holy Adventskalender erwartet. Ich habe schon ein bisschen reingespickt mal, um euch den vorstellen zu können. Und ich kann schon mal sagen, die ganzen kleinen Dinger, die wir hier sehen, das sind ganz viele davon, die meisten sind so kleine, sind meistens Probepäckchen für verschiedene Geschmacksrichtungen, für Energy, für Eistees, für die neuen Hydration Drinks. Da ist alles Mögliche mit dabei, das man durchprobieren kann, aber nicht alle. Es sind ein paar unerwartete Überraschungen drin. Aber jetzt machen wir erstmal das erste Türchen heute schon auf. Ich versuche mal, dass ich das rauskriege. Ihr seht schon, das sind alles einzelne Verpackungen, was ich ganz cool finde. Und die 24 aufmachen. Ich wollte euch tatsächlich auch fragen, was wir noch als zweites aufmachen. Von mir aus machen wir noch das 24. auf. Das ist natürlich schon harter Verrat an Weihnachtstraditionen. Aber es ist okay. Schauen wir ins Türchen 1 und 24. Dann haben wir einen schönen Überblick und alles dazwischen, das lassen wir noch als Rätsel. Aber gut, gucken wir mal ins Türchen Nummer 1, das ich hier habe. Hier finden wir einen irgendwie ziemlich stylischen Holy Squad Becher. Das ist natürlich ganz cool. Weil das macht ja auch voll Sinn, dass das im ersten Türchen drin ist. Dann hat man nämlich seinen eigenen Trinkbecher. Ich habe ja schon den hier, den ich auch sehr gerne mag. Und Merlin hat auch schon ihren eigenen. Aber der gefällt mir ganz gut vom Farbdesign her. Ne? Der ist ein bisschen poppig. Finde ich ganz schön. Kann man nie genug haben. Und natürlich ist auch gleich noch eine... Was ist denn das? Das ist ein Eistee. Nice. Ich mag ja die Eistees wirklich am liebsten. Der Mango-Passionsfrucht-Schwarzer-Tee-Eistee ist noch dabei.
Das ist natürlich fürs erste Türchen gleich mal super. Kann man gleich mal voll losstarten. Ich habe schon 5 Shaker von Holy. Kann man aber auch nie genug haben. Ich finde die schon sehr praktisch. Nice, das ist natürlich ein sehr guter Start für das Türchen. Dann hat man nämlich auch den Shaker für alle anderen Probepäckchen, die man natürlich so in den kleinen Boxen kriegt. Das ist schon sehr cool. Da machen wir jetzt von mir aus noch hier den 24. auf. Genau, zu Altfür hat schon gemacht, wenn ihr Ausrufezeichen Holy in den Chat eingibt, dann wird euch der Link zu Holy angezeigt und die Codes mit LSBR bekommt ihr 5 Euro Rabatt für eure erste Bestellung mit LSBR 10%. Und das gilt natürlich auch für den Adventskalender, der, wenn mich nicht alles täuscht, aktuell sogar noch reduziert ist, aber nicht mehr lange. Ich weiß gar nicht genau, wie lange noch, aber nicht mehr lange reduziert. Also wenn ihr den noch haben wollt, dann am besten jetzt bestellen. Und mit dem Code LSBR10 wird der nochmal reduziert. Ah, guck mal, was im 24. drin ist. Weil wir gerade bei Holy Bechern waren. Eine Holy Trinkflasche. Aber metallisch. Ah, fühlt sich sehr hochwertig an. Mit gummiertem Boden. Ah ja, und einem sehr stabilen Verschluss. Das ist sehr cool. Ich finde die Becher hier, die Shaker hier super praktisch. Aber ich würde die ehrlich gesagt ungern irgendwo einfach in einem Rucksack jetzt werfen und mitnehmen. Weil dafür ist mir der Deckel vielleicht nicht immer stabil genug. Ne? Wenn der blöd zwischen 2 Büchern eingequetscht wird oder so, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht anfängt zu lecken. Ich weiß es nicht. Für zu Hause super zu mitnehmen, würde ich den vielleicht, also ich würde es glaube ich nicht machen. Aber das, na, da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist wie eine Thermoskanne im Grunde. Das ist cool. Oh, das ist natürlich nice für den 24. Der Hauptgewinn im Kalender. Ah ja, sehr cool. Ja, das ist nice. Ist schon cool. Wie gesagt, ne, dazwischen ganz viele kleine Sachen, ganz viele einzelne Überraschungen und ganz viele Geschmacksrichtungen zum Durchtesten. Und auch witziger Scheiß. Ich habe ein paar Sachen entdeckt. Ich will euch jetzt nicht alles spoilen, aber ich habe ein paar Türchen schon aufgemacht und habe mir gedacht, what? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ja, das ist da alles mit drin. Sehr cool. Ich packe die jetzt wirklich wieder ein und stelle die auch wieder zurück in den Kalender. Ich habe mich zwar jetzt schon gespoilt, aber ich werde die wirklich erst dann an den Tagen, wenn es soweit ist, im Dezember aufmachen. Der Adventskalender an sich ist, ohne, also sage ich ganz offen, nicht günstig. Ich muss jetzt mal schnell nachgucken direkt, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Moment. Gucke ich schnell live nochmal nach, dass das auch alles stimmt hier. Gehen wir mal zum Shop. Genau, die Adventskalender, hier sind sie. Der große ist aktuell noch reduziert, kostet reduziert statt 200 150 Euro, 149,99. Mit dem Code LSBR10 gibt es noch mal 10%. Also nicht günstig, ist ganz klar, aber es gibt ja auch den sehr viel günstigeren Probierkalender. Der kostet 50 Euro. Auch da könnt ihr natürlich den Code LSBR10 benutzen, dann wird der nochmal günstiger. Dort kriegt ihr auch auf jeden Fall eine Glasflasche im Kalender und ganz viel Probiersorten. Also auch ein cooler Einstieg auf jeden Fall. Also ich habe mich echt sehr gefreut über den Kalender. Wie gesagt, Ausrufezeichen Holy in den Chat, dann könnt ihr euch das mal selber anschauen und gibt natürlich ganz viele andere coole Sachen. Vor allem, ich glaube nächste Woche, ich muss noch mal gucken, aber ich glaube nächste Woche habe ich, was Holy angeht, noch mal ziemlich coole Infos für euch, aber da darf ich jetzt glaube ich noch nicht drüber reden. So, gucken wir mal auf die Abstimmung währenddessen. Resident Evil 3 hat gewonnen und zwar haushoch. Ich hätte noch zur Wahl gestellt, für alle, die das jetzt vielleicht gar nicht sehen konnten, dass wir vielleicht was ganz anderes machen oder spielen oder dass wir Resident Evil 1.5 nochmal mit Leon starten. Aber gut, ihr habt entschieden, wir versuchen Resident Evil 3. Okay, schauen wir mal, dass wir das zum Laufen kriegen. Nee, ich finde, es ist jetzt auch gut mit Resident Evil 2. Ich dachte echt, ich hätte noch Bock mit den abgedrehten Waffen und so, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist schon auch cool, wenn wir jetzt weitergehen können zum nächsten Kapitel. Habe ich auch Bock drauf.
So, jetzt muss ich nur gucken, dass wir das hinkriegen. Genau, dann beenden wir hier mit dem Holy-Werbepart. Holy, sehr lecker, sehr empfehlenswert, sehr zuckerfrei und vegan und umweltfreundlich. Und ich wirklich, die Eistees kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen, die sind wirklich cool. Hier habe ich jetzt gerade ein Hydration-Getränk, die finde ich auch sehr lecker.